Also ich finde es toll, mit Mama wirklich die DKMS unterstützen zu dürfen. Und es ist eine Ehre, dass wir da unseren Teil machen können und vielleicht auch helfen, dass ein paar mehr Leute sich da auch anmelden. Ich glaube, ich bin heute nervöser als Sie. Ich weiß auch nicht warum. Es ist ganz ungewohnt. Es ist wirklich das erste gemeinsame Kampagnen-Shooting, das erste gemeinsame Fotoshooting, was wir haben. Wir haben nur ein Erlebnis gehabt, dass wir zusammen auf der Berlinale waren. Letztes Jahr, kurz bevor alle Einschränkungen durch Corona passiert sind, da haben wir einen wunderbaren Abend erlebt. Und ich hatte noch nie so viel Spaß in einem solchen ungezwungenen Abend bei der Berlinale-Eröffnung. Und ich hoffe, dass der Tag heute auch so wird. Lilly hat durch ihre Natürlichkeit und Bodenständigkeit, gibt sie mir immer sehr viel gute Vibes und wir verstehen uns sehr gut. Und als wir das diskutiert haben, weil Lilly macht nichts mit mir. Lilly geht ihren eigenen Weg und ist da auch sehr stur. Und als die Anfrage kam, für mich ist es ein Traum. Also es macht Spaß, wenn du jemanden am Set kennst, gibt es dir immer eine Sicherheit. Vor allen Dingen, wenn du ein neues Set trittst, kennst du ganz oft fast niemanden am Set. Und wenn du dann jemanden hast, ob es eine Freundin ist oder ein Agent oder eine Mutter, ist es immer schön, jemanden dabei zu haben. Lilly ist entspannter als ich, das glaubst du nicht, weil du denkst, sie ist nervöser. Aber da ist so eine große Tiefenentspannung, die ich nur bewundern kann. Sie ist damit aufgewachsen. Sie war, als sie 3 Monate alt war, das erste Mal mit am Set. Und ich denke, das, was ich mühsam erlernen musste, nämlich die Aufregung zu überwinden, dass da jetzt Kameras sind, dass du lernen musst, mit einer Technik umzugehen als Schauspielerin. Sie hat gerade eine riesen Hauptrolle gedreht hier beim deutschen Film, der jetzt bald auch rauskommt. Das Feedback, was da war, ist eigentlich, dass sie sehr fokussiert ist immer und eigentlich sehr entspannt. Und ich musste erst einmal diese Aufregung immer bekämpfen und dagegen angehen, weil ich nicht wie Lilly damit aufgewachsen bin. Sie war natürlich früh am Set, kennt den Alltag und hat das aus der Distanz immer beobachten dürfen. Und ich glaube, das gehört einfach ganz normal mit zu ihrem Umfeld. Obwohl sie ja beruflich auch was anderes macht und ein tolles Studium gerade angefangen hat vor einem Jahr. Und ich früher am Set mehr gespielt habe, als aufgepasst. Genau, in den Wohnwegen, die ich dann hatte, wo normalerweise sich die Schauspieler ja dann zurückziehen und vorbereiten, das war dann immer wie ein Kinderspielplatz. Das war toll, wie ein Kindergarten auf Rädern. Lilly ist immer sehr frech zu mir, was mich oft sprachlos macht und das tut mir sehr gut. Und Frech oder ehrlich? Beides. DKMS, die ich auch schon seit vielen Jahren unterstütze, ist vor 10 Jahren entstanden, als ich davon gehört habe, ob ich ein Seminar unterstützen würde für krebskranke Frauen, um denen zu helfen, wie sie sich schminken, wie sie in der Zeit der Chemotherapie, wenn sie auch ihre Haare verlieren, trotzdem ihr Selbstbewusstsein behalten und einfach ihre Schönheit. Sie sind ja genauso schön wie vorher und die Haare, ob mit oder ohne Haare. Und dann habe ich so ein Seminar gegeben und habe denen einfach geholfen und gezeigt, wie durch ein schönes dekoratives Make-up und auch eine schöne Pflege man sich trotzdem wohlfühlen kann.
Und da fing eigentlich die Auseinandersetzung mit dem Thema an. Und durch eine Erkrankung im engsten Freundeskreis habe ich mich damit dann nochmal intensiver auseinandergesetzt und bin auch eingetragen in der Knochenmarkspendekartei und finde das unglaublich wichtig, was die Organisation erreicht hat. Und als wir darüber diskutiert hatten, hat Lili sofort gesagt, das ist mega, das ist ganz wichtig, auch für eine junge Generation. Ich fände das toll, wenn wir das zusammen machen. Ich finde, dazu gehört auch, dass mehr Frauen sich für sowas anmelden und sagen, ja, ich möchte andere Leute unterstützen, ich finde eigentlich, da war auch nie das Problem, dass Frauen gesagt haben, sie wollen nicht spenden. Und ich glaube, deswegen gehört es einfach zu dem Movement of Female Empowerment, dass man Frauen auch stärkt in ihren Entscheidungen zu spenden. Und auch, dass man es überträgt von der älteren Generation, für die ich stehe, auf eine jüngere Generation, dass man erklärt, was Vorsorge bedeutet und dass es Organisationen gibt wie DKMS, die unglaublich kompetent sind, sehr stark vernetzt und sehr helfen können und man aber auch selber helfen kann, indem man DKMS unterstützt. Also eine Freundin von mir hat jetzt erst gespendet, das war ganz lustig, die hat sich angemeldet und hat irgendwie 2 Wochen später einen Anruf bekommen und die hat gespendet und hat gesagt, es war wunderschön, weil sie hat jetzt das Gefühl, sie hat wirklich ein Leben gerettet, hat die Person nie kennengelernt, aber meinte, es hat ihr irgendwie so viel Kraft gegeben und so viel Power, weil sie weiß, ja, jetzt wegen mir kann jemand weiterleben. Es war total schön, auch diese Erfüllung in ihr zu sehen. Ich glaube, das verändert einen selber auch, ja. Auch wenn man den Menschen ja persönlich Absolut. Nie trifft. Absolut.